aber nie genug haben. Also wir nichts, was wir machen, ne? Nie genug haben ist gut, aber Vorraten ist das Beste. So. Dann werde ich mir nämlich hier nämlich richtig schön meine Base aufbauen. Diese Arschkinder. Mir auch ja nicht auf den Sack gehen. Hier erstmal alles freiräumen, indem ich die abbaue. Da werde ich mir was richtig Schönes hier bauen. Warte mal ab. Tja, ist halt die Kehrseite, ne? Zum einen brauchst du Holz, um dir ein schönes Dings aufzubauen. Zum anderen hast du dann natürlich eine verhunzte Umgebung. Aber um Schönheit geht es ja nicht. Es geht ja eher ums Überleben. Oh, da habe ich den da. Ach, habe ich den anderen Baum dahinter gleich mit weggesammelt? War da überhaupt einer? Ja, tatsächlich, da war noch ein Baum hinter. Baum in Baum. Achso, der hat nur Sticks fallen lassen. Na gut, Sticks kann ich hier gebrauchen. Wie schon gesagt, Sticks kann man nie genug haben. Ey! Verpiss dich da unten. Die werde ich nämlich erstmal kurz hier drauf poolen. Solange der Idiot da neben mir sitzt. Dann können die nämlich auch gleichzeitig nicht wegrollen. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ist er da hinten wieder hingerannt oder ist er einfach despawned, nachdem ich geguckt habe? Oder kann der schwimmen? Ist der weg? Er ist weg? Oder gucken die gerade da oben in meine... Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Ist es kaputt? Nee. Ach, das sieht nur so aus. Das sieht auf der einen Seite ist das nämlich dunkel, auf der anderen Seite ist das hell. Hell! I need somebody. Hell! Was essen müsste ich auch mal wieder, ne? Ich habe noch ein Stück Fleisch. Und eine Falle müsste ich auch bauen. Meine Leute, ey, das ist echt schwierig hier. Achso, den kann ich immer noch nicht aufbauen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll hier, wa? Das ist echt interessant. Weil ich meine, ich muss ja auch mein Essen irgendwo sammeln, ne? So. Parken mal, poolen wir den mal davor. Wir haben 5 gemütliche Sticks. So. Und loslassen. So. Ich dachte gerade, mir ist einer direkt vor der Fresse gelaufen, aber ist er nicht. So. Ja komm, der Sled ist hier gut getarnt. Da werden wir den auch erstmal liegen lassen, kurz. So, ich möchte jetzt aber mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache. Gibt es denn hier Tierchen? Ich meine, hier ist ja irgendwie nichts los, ne, was so Tiere angeht, komischerweise. Nur ein paar Vögel. Ich meine, ich kann ja einfach mal eine Falle bauen, ist ja egal. Irgendwie muss ich Viecher ja trotzdem kriegen. Rabbit Cage, Rabbit, eine Rabbit Trap. Ein Drying Rack. Das ist natürlich auch schön. Ich könnte auch einen Garten machen. Mache ich einen Garten oder mache ich eine Falle? Weil hier sieht es nach Tieren noch nicht so aus, ne? Dann mache ich doch lieber mal ein Gärtchen. Das werde ich mal, wo werde ich das denn hinstellen? Das werde ich jetzt mal unterhalb von dem Stamm hier hinbauen. Hier so. Kann man ja immer noch machen, ne? So, und dann werden wir mal fleißig weiter Bäume hier zerschnitzeln. Und zwar den hier. Dich habe ich mir ausgesucht. Du wirst nämlich jetzt mein Nahrungsversorgungs Dingens, weißt du? Aber dafür brauche ich eigentlich auch Früchte, ne? Die habe ich auch noch nicht. Ist doch alles nervig. Ewig Vegetarier sind wir ja auch nicht. Was habe ich denn hier noch? Ich meine, Hunger ist noch okay. Ich habe noch ein Stück Fleisch. Mehr habe ich nicht. Wo sind die denn jetzt hingefallen? Verdammte Scheiße. Ah, alle am Strand. Alles klar. So. Weil ich habe ja auch nichts. Hopp. Weil meine Energie ist low. Was ist denn jetzt? Da ist es. So, ich habe auch nichts, was ich da reinmache. Das heißt, ich werde jetzt eigentlich sammeln.
Ich werde jetzt weiter aufbauen und wenn der Tag vorbei ist, werde ich schlafen gehen und danach werden wir uns mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Oder wie sehe ich das? Weil, was willst du sonst jetzt machen, ne? Den Baum hier noch. Ich habe auch keine Energie mehr. Habe ich noch was? Ich habe echt nichts mehr zu fressen, ne? Da werde ich wohl eine Cola trinken. Der kaputt? Ja, er geht kaputt. Nur nicht an der Seite, wo ich kaputt machen möchte. Oh. Entschuldigung. Warum kommst du mir auch in den Weg, du Trottelfieh, ey? Die fliegen auch so schön. Oh, natürlich in die Richtung, ne? Die Richtung, da ganz hinten. Da will ich mir den jetzt mal zack. Den am weitesten entfernten holen. Wo ich mal eben schnell das Ding hier zusammenbauen kann. Da müsste ich auch. Ist aber ein schönes Haus, Häusli. Wo sind die anderen jetzt hier hin? Ich bin so unkoordiniert, so navigationslos. So. Wie viele brauchen wir denn noch? Vier Stück noch, alles klar. Ein dicker Baum. Du wirst das sein. Und bitte, bitte fall in die richtige Richtung. Erstmal das ganze Gestrüpp wegmachen hier. Ja, kann man sich ja nie angucken hier. Can't carry more sticks, alles klar. Mal das hinsetzen hier. Mal einen neuen PC-Stuhl zulegen hier. Oh, mit einer Nackenlehne wäre auch eine schöne Idee. Nicht nur eine Rückenlehne. Aber wer zu viel Geld hat, spendet an mich. So. Na komm, weg. Und die zwei noch und dann haben wir es doch, oder? Zack. Zack. Da wird uns so schnell keiner auf den Sack gehen, ha? Und da ist es vollbracht. Und im Sonnenuntergang werden wir jetzt da hoch. Kann ich da nicht hochklettern? Ah, jetzt. Okay. Ich dachte, warum kann ich denn da nicht hochklettern? Verdammte Scheiße. So. Unser Heim. Unser Schutz. Aber irgendwie ist das doof. Ja gut, ich kann in beide Richtungen. Ich dachte, das hätte einen Balkon. Habe ich mich da vertan? Gibt es da verschiedene? Das wäre natürlich jetzt lustig. Also ich dachte eigentlich, es gibt auch ein Shelter. Es gibt das Tree. Ach, das Alpine Treehouse ist das? Scheiße. Das sah aus wie ein Hausboot, weil ich schon kannte. Ja, leck mich doch am Arsch. Naja, immerhin können wir hier jetzt können wir schon durchgucken, ne? Ja, gut. Dann haben wir jetzt halt so ein schönes Treehouse hier, ne? Treehouse of Doom. So, dann werden wir hier jetzt mal speichern. So, was haben wir jetzt mit. Achso, ich habe ja noch gespeichert. Jetzt werde ich hier schlafen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. So, da geht die Sonne auch schon unter. Wie wunderschön das doch aussieht. Guckt euch das an. Wie wunderschön. Wo kommt dieses rote Licht auf dem Boden her? So, schleichen da wieder Idioten rum? Ich habe auch noch kein einziges Feuer hier am Start, ne? Scheiße. So. Naja, dann müssen wir uns halt ohne Veranda zufrieden geben und schlafen einfach weiter. So, guten Morgen. Haben wir schon morgen? Ja, haben wir. So. Welche Viecher? So, hier kann ich, wenn ich hier hänge, kann ich auch mal eben gucken. Alles gut. Aktuell alles in Ordnung. So, wie sieht es unser Plan aus? Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Nahrung. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen auf Tour gehen und gucken mal, was wir so finden. Oh, eine Watch habe ich gefunden. Da ist doch dieses Camp gewesen, ne? Vielleicht haben wir denn da noch ein bisschen Glück und finden dann aber zu snacken. So ein paar Snacks zumindest für den Weg. Was ist das denn für eine Farbe da? Ach, der Sonnenaufgang. Okay. So.
Hier haben wir noch irgendwas Interessantes, Nützliches, Essbares. Diese Dinge. Mir wollen sie Angst machen damit. Ich mache denen bald Angst, wenn die noch weiter hier auftauchen. Ne, zu essen gibt es hier nichts. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal straight. Das wird auch angezeigt, ne? Mein Haus. Ja, das wird angezeigt. Wir werden jetzt einfach mal straight in diese Richtung gehen. Wir werden mal gucken, was uns da erwartet. Wenn wir jetzt ein Tierchen finden. Problem ist, ich habe hier halt auch nichts zu essen, ne? Frösche höre ich. Ach, da ist so ein Fischteich gewesen, ne? Ist da Fischkes drin? Ne, der ist zu, ne, der ist zu flach. Das war nur ein Stick. Hier unten war doch noch einer, ne? Okay, das war's jetzt wieder schon wieder zum Thema straight in die Richtung. Aber warte mal, hier ist. Was ist das denn für ein Zeug? Ich habe doch mein Guide, ne? Mein Basic Guide hier, Step 2. Toxic, genau. Die Black Twinberry ist toxic. Und diese hier, die sind essbar mit diesem Krönchen obendrauf. Und lass mich raten. Die haben kein Krönchen. Die haben kein Krönchen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Auch nicht essbar. Oh, hier habe ich. Was habe ich da? Marigold? Kann man das essen? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob man das essen kann. Müsste ich mal anpflanzen. Nehmen wir einfach mal mit. Und werden sehen, was passiert. So, hier ist der Teichchen, ne? Habe ich da Fischchen drin? Sehe ich da Fischchen? Da hinten sind Fische drin, jawohl. Ist denn nicht hier noch irgendwo so ein Stick, der hier. Normalerweise liegen die doch immer hier, diese Speere da, ne? Normalerweise steckt hier immer irgendwo einer im Boden. Oder im Wasser. Ja, das ist keiner. Was sind die denn? Ne. Seht ihr den? Ne, ne? Gerne wissen, hier ist keiner. Die machen es mir aber auch schwer heute. Da ist nichts. Hier ist echt nichts. Der Baum ist auch im Weg. Der geht mir auf den Sack. Egal, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Auch wenn ich schon wieder am Hungern bin, wie sonst was. Aber wir werden wohl auf dem Weg irgendwas zu essen finden. Ein paar Früchtchen hier. So ein paar Bärchen. Oder ähnliches. Was ist das? Nix. Hoffentlich begegnen wir uns nicht allzu vielen von diesen Idioten. Da ist ein Stick. Ja, so viel zum Thema. Hoffentlich nicht allzu viel von diesen Idioten. Ein schwacher Speer. Habe ich denn hier auch? Ne, ist aber nur ein flacher Teich, ne? Dass die wieder so um mich rumschleichen müssen hier. Das nervt mich schon wieder. So, aber wir können jetzt zumindest erstmal kurz was zu essen fangen. Würde ich tippen. So. Stick ausgepackt. Equip. Erstmal gucken, wo jetzt die Viechkes sind. Da ist die Fischkes. Jetzt werde ich mich hier reinstellen. Wie weit komme ich denn, ohne dass ich. Hier fange ich an zu schwimmen. Okay. Bis hier kann ich. So, es heißt warten, ne? Ich hätte gern lieber so eine Angel, die ich da schön reinpacken kann, aber. Ey. Ich hab doch das Klavier schon wieder gehört. Na komm her, komm her, kleiner Fisch. Komm her, komm her, komm her. Und zack! Du Arschloch. Ich hab dich voll erwischt, ey. Da guckst du. Ich hoffe, die guckt einfach nur, was ich hier mache. Ich sehe dich. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann mal einfach hinter mir steht. Jetzt aber. Warum? Warum treffe ich den denn nicht? Ich weiß gar nicht, in welchem Winkel. Asoziales Scheißvieh. Da kommt noch einer. Okay, jetzt muss ich mal schnell meine Axt auspacken. Die immer auch echt auf den Sack gehen, ne? Verpisst euch von mir, ich will einfach nur was zu essen holen.